Moin, Joana hier. Es kommt mir vor, als ob ich ein Déjà-vu hätte, denn fast genau vor einem Jahr stand ich hier auch in unserem Wohnzimmer und habe dir erzählt, dass es nach Ägypten geht. Das kann ich dir heute wieder erzählen, denn wir haben von Same das Boot geschartert, nämlich die MV Legends 2. Und wir werden eine Woche nach Ägypten fliegen und da richtig, richtig coole Tauchgänge machen. Sebastian ist schon vor Ort, denn der gibt gerade einen REC 3. Und ja, ich würde mal sagen, es wird Zeit, dass ich hinterher fliege. Und ich fliege nicht allein hinterher, denn es sind gleich 8 Taucher, die mit mir fliegen. Das finde ich sehr cool, weil ich da nicht alleine fliegen muss. Und ich würde mal sagen, ich genieße jetzt hier noch meinen Kaffee in Ruhe und dann geht's auch schon los. Moin, Sebastian hier. Joana sitzt im Flugzeug und der REC 3, den ich in den letzten 5 Tagen geben durfte, ist gerade erfolgreich zu Ende gegangen. 2 der 3 Schüler kommen noch mit aufs Boot, das heißt, die Safari kann losgehen. Falls auch du Bock hast, an einer wunderschönen Location wie dieser hier einen Kurs bei mir zu machen und das Ganze vielleicht sogar auch mit einer Safari zu verbinden, empfehle ich dir einen Blick in die Videobeschreibung. Da findest du meine Kontaktdaten. Wir haben jetzt noch 3 Stunden, bis der Transfer kommt und uns zum Boot fährt. Das bedeutet für mich, ich gehe noch mal in dem hoteleigenen Fitnessstudio eine Runde pumpen und dann kann es endlich losgehen. Hier ist gerade operative Hektik ausgebrochen und das Zeug für die nächste Woche wird vorbereitet. Ich habe das familieninterne Rennen gegen Joana gewonnen. Sie ist aber schon gelandet und ich erwarte sie jetzt jede Sekunde und kann gar nicht mehr abwarten, sie endlich wiederzusehen. Und ich hoffe, es geht ihr genauso. Joana ist da und hat mich schon gerufen. Jetzt muss ich runter, sonst gibt es Minuspunkte. Ich glaube, damit sind wir vollständig. Joana merkt gar nicht, dass ich sie gerade filme. Ich habe meine Unit fertig vorbereitet, ihre Flaschen, sind aber erst gleichzeitig mit ihr angekommen und deswegen hängt sie ein klein wenig hinterher und musste bei mir gerade schon den ersten kleinen Fehler beheben. Deswegen helfe ich ihr jetzt ganz fleißig. Es ist inzwischen schon 10 Uhr und wir freuen uns auf die erste gemeinsame Nacht im gleichen Zimmer. Nach fast einer Woche. Guten Morgen. Wir haben die erste Nacht hinter uns. Wir haben, ich glaube, das hat man sogar gestern noch gesehen, gestern noch relativ viel aufgebaut. Und jetzt sitze ich hier, die Sonne scheint. Es ist noch leicht windig und noch ein bisschen frisch. Aber trotzdem fühlt es sich gerade nach Urlaub an. Genau. Und wir frühstücken gleich. Ich trinke schon mal meinen Kaffee. Man könnte hier fast meinen, ich bin kaffeesüchtig. Dabei gibt es bei mir meistens immer nur einen Kaffee am Tag. Aber das ist der erste am Morgen und das ist der wichtigste. Und genau, den genieße ich jetzt. Dann bauen wir noch weiter auf und dann legen wir hier unten machen wir die Line los und dann geht's los. Ich habe die Location gewechselt und habe mir gedacht, ich trinke den Kaffee lieber schon in der Sonne und nutze die Zeit, weil ich auf dem Flieger einen sehr netten Sporttaucher neben mir sitzen hatte und der gar nicht wusste, wie so eine Tauchsafari funktioniert und was das Coole daran ist. Dachte ich mir, das erzähle ich dir auch mal, denn so eine Tauchsafari bringt wirklich, wirklich, wirklich viele positive Aspekte mit sich.
Denn ja, wir sind mit dem Boot, legen wir heute ab und kommen auch erst in einer Woche wieder. Das heißt, man kann ja deutlich entferntere Ziele erreichen als die, die man so mit dem Tagesboot erreicht. Und man hat alles an Bord. Man schläft an Bord, man isst an Bord, man taucht von Bord. Und ja, die Wege sind kurz. Wer will, kann ganz viel tauchen. Wer nicht will, auch nicht. Und ja, zwischen den Tauchgängen wird gegessen, wird schnell gefüllt und wird die Sonne genossen. Ich glaube schon. Und das ist halt eine sehr coole Kombination und macht das Tauchen sehr, sehr einfach, weil man halt auch einfach nicht weit sein Equipment tragen muss. So, genug gelabert. Sebastian kommt, glaube ich, auch gleich mal hoch. Der war noch im Bett, als ich aufgestanden bin. Der hat leichte Probleme mit dem Druckausgleich. Und deswegen gilt es beim jetzt ersten Dive, dem Jackdive, nämlich mal zu gucken, ob das funktioniert und ob ich mit so einem Wrack tauchen kann. Wir haben abgelegt, das Boot ist in Bewegung und das bedeutet, der Checktauchgang steht gleich an. Ich bin mit Medikamenten vollgepumpt und werde jetzt mal meine Unit tauchbereit machen. Joanna macht es gerade bereits, wie du an dem angestrengten Blick erkennen kannst. Druckausgleich funktioniert bei mir, das heißt, es kann losgehen. Yay! Buoyancy check, weight check. Make sure that everything in a working order, please, while we are here. So this is a dive from a boat, and then we come back to the boat. Wir sind zurück und wir hatten einen sehr kurzen Tauchgang für uns, aber einen sehr coolen. Wir sind über ein sehr schönes Riff getaucht und es fühlte sich leicht wie Höhle in Mexiko an, denn diese ganzen schönen Korallen sind ja auch irgendwie gewachsen und erinnern dann doch ein bisschen an Stalagmiten. Das Riff an sich hat ja auch immer mal so wieder so eine Schlucht, da bin ich natürlich auch reingetaucht und ja, auch das fühlte sich wie Höhle an. Genau, alle sind jetzt wieder an Bord und alle warten aufs Essen. Hinter mir stehen schon die Teller und hier warten sie alle. Jetzt gibt's Essen, dann gibt's eine Überfahrt und dann gibt's, glaube ich, noch einen Nachttauchgang, wenn ich das richtig im Kopf habe. Einen Abendtauchgang. Genau. Das Boot hat sich nach dem sehr, sehr leckeren Mittagessen in Bewegung gesetzt. Ich bin ein bisschen angeschlagen, so eine leichte Erkältung macht sich in der Nase breit und damit das so schnell wieder besser wird und weil ich deswegen heute Nacht auch nicht so gut geschlafen habe, mache ich jetzt ein kleines Mittagsschläfchen, bevor es dann zum zweiten Briefing geht. Der Druckausgleich hat eben ganz gut funktioniert. Drück die Daumen, im wahrsten Sinne des Wortes, ich drücke die Ohren, du drückst die Daumen, dass das so bleibt und wir den zweiten Tauchgang ebenfalls genießen können und deswegen sage ich jetzt nicht gute Nacht, sondern bis gleich. Das geschulte Auge wird sehen, dass wir die Location gewechselt haben. Die Haare sind auch schon wieder fast trocken, das heißt, es wird Zeit, mal wieder ins Wasser zu kommen. Nur dieser da schwächelt ein wenig. Wir haben ein bisschen Angst, dass da die Erkältung überhand nimmt. Deswegen bleibt der zu Hause und ich gehe mit drei ehemaligen Schülern von Sebastian ins Wasser. Nämlich dem Harald, dem Claudio und dem Joshua. Und dann gucke ich mir mal an, wie da so die Skills noch sitzen. Oh.
da liegt der auseinandergebaute JJ. Das heißt, wir sind gut wieder aufgetaucht, beziehungsweise ich mit den Jungs bin gut wieder aufgetaucht. Sebastian hat die Zeit genutzt, um ein bisschen zu schlafen. Und wir haben richtig coole Sachen gesehen, die du auch schon gesehen hast. Es hat richtig Spaß gemacht, vor allem, weil so langsam die Sonne untergegangen ist. Und ja, das hat eine sehr, sehr schöne Stimmung gegeben. Und dann auch beim Auftauchen die rote Sonne. Das ist der Same. Der war nicht dabei. Der hat hier auch am Board gechillt. Genau, wir essen jetzt gleich und dann wird besprochen, was wir morgen machen. Denn morgen sind wir an den Brothers und da stehen zwei Wracks auf dem Programm. Ich hoffe, dass Sebastian dann dabei ist. Der sitzt da schon wieder und erzählt die wildesten Stories. Das heißt, wenn er jetzt gleich noch eine Mütze Schlaf kriegt und noch ein paar Medikamente einschmeißt, dann ist die Erkältung vielleicht morgen schon vorbei und dann kann er mittauchen. Das würde mich sehr freuen, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir Haie sehen. Und der ein oder andere weiß vielleicht, dass ich schon mal eine relativ doofe Situation mit dem Hai hatte. Und da wünsche ich mir natürlich meinen Liebsten dabei. Ich bin wieder unter den Lebenden nach 3-4 Stunden Schlaf, während es sich die anderen noch mal unter Wasser so richtig gegeben haben, geht es mir wieder deutlich besser. Ich bin optimistisch, dass ich morgen wieder mit dabei bin, möchte das auch ganz gerne. Dort geht es nämlich hin zu den Brothers. Wir haben morgen früh einen Tauchgang an zwei relativ tiefen Wracks gleichzeitig vor. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Was genau geplant ist, verrate ich dir, wenn die Sonne aufgegangen ist. Bis dahin gute Nacht und unbedingt dranbleiben. Guten Morgen, wir steuern gerade die Brothers an und sind schon fast da. Heute gucken wir uns hoffentlich zwei Wracks an, wenn es klappt, wenn die Strömung das zulässt. Und dann suchen wir noch nach allen möglichen Haien, denn hier ist der Fuchshai beheimat, der Hammerhai beheimat und auch der Longimanus, der ja, wie der eine oder andere weiß, ein bisschen mein Endgegner ist. Denn vor... ja, eigentlich fast noch mit am Anfang meiner Tauchkarriere hatte ich mal eine Begegnung mit ihm, gar nicht weit von hier. Und ja, der wollte an mir rumknabbern und ich nicht. Und deswegen pocht mein Herz ein bisschen schneller, weil das doch echt mir noch ein bisschen in den Knochen steckt. Jetzt mit dem Reviser werde er ja wahrscheinlich sogar noch näher kommen, wenn er Bock hat. Deswegen bin ich echt mal aufgeregt. Das habe ich ja eigentlich nie. Aber ja, ich möchte halt ungern von ihm attackiert werden, wie beim letzten Mal. Genau, ich gehe mal hoch zum Captain und zeige euch mal diese sehr berühmte Insel. Hier ist übrigens der Captain. Mit dem Leuchtturm, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, neben der Sonne, aber das ist unser Ziel. Und jetzt gibt es noch schnell Frühstück. Und dann springen wir ins Wasser. Es wird übrigens auch ein sehr, sehr tiefer Tauchgang mit viel Deko. Das zum Glück am Riff. Den Riffen kommen die Haie nicht so nah und da werde ich mich dann verstecken. Weil ich gestern den zweiten Tauchgang ausgesetzt habe, habe ich es gut. Ich brauche gar nichts machen, außer den kurzen Pre-Dive-Checks, während meine bessere Hälfte ihren JJ komplett zerlegt hat zum Trocknen und auch noch mal checken muss und Annette hat keinen Bock im Video mitzuspielen. Den Gefallen tue ich ihr natürlich nicht. Wir sind am großen Bruder angekommen und weil der Wind anders als sonst üblich von Süd nach Nord kommt, konnten wir an der Nordspitze ankern. Normalerweise hängen die Boote immer am Südplateau. Das heißt, wir sind jetzt direkt oberhalb von der Numidia. Die AIDA ist ein Stück in die Richtung und wenn das so bleibt, bis wir in einer Stunde wahrscheinlich so ins Wasser gehen, können wir die beiden Wracks direkt vom Boot aus betauchen, was natürlich wesentlich komfortabler ist als vom Zodiac. Wir müssen nachher trotzdem zurück ins Zodiac, aber das ist immerhin die halbe Miete. Und noch eine gute Nachricht, es ist neben uns nur ein weiteres Boot hier. Ich habe hier auch schon über 20 Boote erlebt, das ist eben der Vorteil an der Nebensaison. Das heißt, für dich nächstes Jahr unbedingt dabei sein, damit du sowas auch mal selber erleben kannst. Happy birthday to you. Cheers,
die Sonne blendet, aber irgendwie schaffe ich es. Wir sind gut wieder aufgetaucht. Und falls du die Bilder vom Wrack vermisst hast, oder von den Wracks, wir hatten ja sogar zwei geplant, das ging uns unter Wasser ganz genauso. Wir sind hier vorne, falls du es erkennen kannst, an der Ankerleine vom Boot über die Kante, wollten dann nach links zum Wrack. Die Strömung war aber so stark, dass wir es nicht geschafft haben und dann einen Tauchgang rechts entlang mit der Strömung gemacht haben und uns später vom Zodiac haben wieder aufsammeln lassen. Die gute Nachricht, wir waren nicht die Einzigen, die das nicht geschafft haben, denn niemand hier an Bord hat die Numidia gefunden. Mal gucken, ob wir gleich noch einen zweiten Versuch bekommen oder ob wir rüber wechseln zum Small Brother. Das erfährst du nach unserem Mittagessen. Das steht nämlich als nächstes auf dem Programm. And then the boat is on neutral, then everybody jump in the water. Es ist dunkel und das bedeutet, dass sich der Tag dem Ende neigt. Und das bedeutet auch, dass wir vom zweiten Tauchgang wieder aufgetaucht sind. Wir haben nach dem Mittagessen nochmal die Location gewechselt und sind vom Big Brother zum Small Brother und haben da uns auf die Suche nach Haien begeben. Und da ist natürlich jetzt die Frage an den Mann neben mir: Haben wir Haie gesehen? Nein. Warum nicht? Da waren keine da. Meine Stimme ist ja nicht wieder ganz da, wo sie sein sollte. Ja, wir haben leider keine Haie gesehen. Trotzdem war es ein sehr schöner Tauchgang. Wir haben ein bisschen Tiefe gemacht und haben gehofft, dass wir da ein paar Hammerhaie oder Fuchshaie sehen. Leider war dem nicht so. Und genau, jetzt gibt es Abendessen, oder? Und vorher müssen wir noch den Kalk aus dem JJ holen, damit diese ganzen Sachen nochmal trocknen können. Das ist immer der Teil, wofür ich eigentlich noch einen Angestellten suche. Wenn du Interesse hast an einem schlecht bezahlten Hiwi-Job, meine Kontakte, nein, Spaß beiseite. Das machen wir jetzt und dann gibt's Essen. Ja. Zum Geburtstag viel Glück. Ich kenne das auch nicht oft. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag. Guten Morgen, hier sitze ich in meinem neuen Pullover und hinter mir ist bereits wieder Land in Sicht. Nach nur einem Tag mussten wir die Brothers leider schon wieder verlassen, denn seit es dort, ich weiß gar nicht vor wie vielen Jahren, 6-7 Jahren ein paar Zwischenfälle mit Haiangriffen gab, ist es nicht mehr gestattet, dort über Nacht zu bleiben. Wir sind heute bei der Salem Express, das ist ein Wrack in der Nähe von Safaga und ungefähr ein paar hundert Meter in die Richtung sieht man, du jetzt nicht, wegen des Weitwinkels der GoPro, den Leuchtturm von Abu Kafan. Da habe ich noch vor vier Tagen den ersten Erfahrungstauchgang im REC 3 zusammen mit meinen Schülern gemacht. Mal sehen, ob sie den Leuchtturm gleich auch erkennen. Heute sind wir woanders, bei der Salem Express. Joanna kränkelt ein bisschen. Vielleicht habe ich sie angesteckt. Wir hoffen, dass sie den Tag über tauchen kann. Wenn nicht, muss ich mir andere Buddies suchen. Aber am liebsten würde ich natürlich mit meinem Lieblingsbuddy ins Wasser gehen. Moin! Alex is here. Moin! Moin! Next challenge, we're gonna be mine.
Guten Morgen. Auch ich bin erwacht und habe auch sogar schon den ersten Tauchgang hinter mir. Heute haben wir die Salem Express betaucht und hatten einen sehr, sehr, sehr schönen Tauchgang. Findest du nicht auch? Finde ich auch, ja. Ja, und das hatte auch mal wieder Cave-Feeling, weil wir durften in den Frachtraum tauchen. Und da ja, war es dunkel und voll und ja, es fühlte sich nach Höhle an. Und wir haben dann auch den tiefen Frachtraum betaucht und da sind wir sogar mit Leine getaucht. Also das Höhlenfeeling war da. Was wir natürlich nicht gemacht haben, sind in irgendwelche anderen Bereiche, weil da ja, ist es einfach eine Grabesstätte und die wollen natürlich niemanden stören und haben uns natürlich nur den Frachtraum und das Schiff von außen angeguckt oder das Wrack. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, war das das jüngste Wrack, was wir jemals betaucht haben, oder? Ja, ich glaube auch. Und ja, es ist jetzt gut 30 Jahre da unten und man kann auch sehr viel wiedererkennen. Und man sieht einfach, und das finde ich immer wieder schön, wie sich die Natur einfach wieder ausbreitet. Und jetzt sind wir schon wieder unterwegs und machen uns auf, wohin? Zur Police Station. Genau. Und bis dahin chillen wir. Hier ist gerade die große Faulheit ausgebrochen. Wir haben eine etwas längere Überfahrt zur Police Station. Das ist unser nächster Tauchplatz. Und Joanna da drüben schwächelt ein klein wenig. Sie hat nämlich Halsschmerzen, setzt deswegen aus. Das heißt, ich werde mit Annette und Splitty tauchen. Und Joanna wird in der Zeit für dich mal einen Rundgang über das Boot machen und dir die Legends 2 vorstellen. Jetzt spritzt hier gerade Wasser übers Boot und Joanna, was sagtest du, ob hier rumgespuckt wird? Dem ist aber nicht so, das kam wahrscheinlich von draußen, obwohl gar nicht viel Seegang ist. Genau, und Joanna wird dir in der Zeit das Boot mal in allen Kleinigkeiten vorstellen, sodass du sehen kannst, falls du mal mitkommen möchtest, was dich hier genau erwartet. Sebastian hatte ja versprochen, dass ich das Schiff zeige, während er tauchen geht. Und wir fangen dann auch direkt am unteren Tauchdeck an. Hier ist, ich glaube, mit der einzige Lift, den es hier in Ägypten gibt, mit dem man ins Wasser kommen könnte, aber vor allem auch aus dem Wasser kommen kann. Dann gibt es hier noch Duschen und ein Becken fürs mit Frischwasser. Das heißt, wenn man irgendwie mit Kameras oder so aus dem Wasser kommt, kann man die da direkt ablegen. Und dann gibt es hier drei Stufen. Die muss man hochgehen und dann ist man auf dem Tauchdeck. Der eigene Kompressor ist hier. Da wird auch die Flasche direkt gefüllt, wenn man vom Tauchgang wieder zurückkommt. Genau, man kann hier die Trockis aufhängen. Jeder Platz hat auch eine Box unten drunter. Das heißt, da kann man dann in Ruhe seinen ganzen Stuff lagern, damit auch nichts verloren geht. Denn man merkt doch immer wieder, dass bei GUI-Tauchern oft das gleiche Equipment zum Einsatz kommt. Und ja, da hat man die Chance, dass man es am Ende wieder komplett mit nach Hause nimmt. So, ich gehen wir nach oben und dann schauen wir uns da weiter um. Hier sind wir jetzt auf der ersten Ebene und im Chill-Out-Bereich. Wenn hier nicht Unterzieher trocknen, dann chillt hier der ein oder andere und genießt die Sonne. Und jetzt sneake ich mal weiter nach vorne. Hier ist eins
der Mittel-, nee, Oberdeckkabinen mit Einzelbett. Die gibt es auch als Doppelbett bzw. als Doppelbett, was man zu zwei Einzelbetten machen kann. Die Annette und der Martin haben uns erlaubt, mal reinzugucken. Hier ist noch eine Dusche. Toilette hat natürlich jeder eine eigene. Und ja, die zwei haben natürlich auch einen super geilen Blick über das Rote Meer. Genau, dann gehen wir mal weiter nach vorne. Hier ist der Captain. Die Brücke. Und hier vorne ist noch alles, was man so braucht, wenn man ackern möchte. Genau, und jetzt gehe ich schon wieder zurück und gehe mal nach ganz oben. Jetzt sind wir ganz oben auf dem Sonnendeck. Hier sieht man den Skipper gerade bei der Arbeit. Und ja, hier kann man sich gut gehen lassen, wenn man noch ein bisschen Sonne tanken will. Hier werden auch die Koffer gelagert, damit man die nicht im Zimmer hat. So, und jetzt würde ich sagen, geht's wieder nach unten. Jetzt haben wir den wohl wichtigsten Raum erreicht, nämlich da, wo es das Essen gibt. Auch sehr, sehr leckeres Essen. Aber gleichzeitig finden hier auch die Briefings statt. Hier ist zum Beispiel noch der, ich glaube, es flackert, aber hier sieht man den Plan von dem jetzigen Tauchgang. Und man kann hier chillen, man kriegt hier Kaffee und Getränke und das Wichtigste, Süßigkeiten stehen auch immer bereit, auch wenn es keine Oreos gibt. So, dann gehe ich mal runter. Das ist die Kabine von mir und Sebastian im Unterdeck. Genau, im Unterdeck gibt es nur Einzelbetten. Das heißt, Sebastian und ich können eine ganze Woche nicht kuschelnd einschlafen. Genau, und natürlich gibt es auch ein sehr, sehr großes Badezimmer, wo genau, man duschen kann. Jetzt überlege ich noch, ob ich irgendwas vergessen habe. Ach ja, es gibt noch Mitteldeckkabinen. Dann gehen wir da doch nochmal hin. Hier sind wir. Ach, guck mal, wie schön. Die kenne ich selber noch nicht, die Kabine. Aber hier sind wir auf dem Mitteldeck, also da, wo auch das Tauchdeck ist. Und hier kuscheln die zwei. Ah, die haben eine etwas kleinere Dusche. Aber ja, so geräumig, wie es halt auf so einem Boot sein kann. Und gerade eben habe ich noch etwas entdeckt, was ich noch gar nicht kannte. Da gehen wir jetzt auch nochmal hin. Dieses Schmuckstück hier, das ist die Tauchtoilette. Die kannte ich selber noch gar nicht, weil ich ja ein Pinkelventil habe und das dann nicht so nötig habe. Genau, aber ich glaube, wir waren einmal rum. Hier kann man noch die ganzen Speicherflaschen sehen, also egal wie man hier tauchen möchte. Als Sporttaucher kann man hier tauchen, als Trainingstaucher kann man hier tauchen. Und vor allem kann man hier mit Doppelgerät tauchen und das ist wirklich eine Basis. Nee, keine Basis. Das ist wirklich selten hier in Ägypten, dass man ein Boot findet, wo man ja, einfach mit Doppelgerät tauchen kann. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr interessant für alle GUI-Taucher, die gerne mal richtig coole und lange Tauchgänge im Roten Meer machen wollen. Moin, Marco hier, ich bin hier im Tauchboot mit Joanna. Und wir warten auf dich. Genau, Sebastian ist gerade unten und ich denke, das wird ihm ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, wenn er wieder auftaucht. Daumen hoch dafür.
Da bin ich wieder zusammen mit dem sogenannten Dream Team. Der Name ist natürlich Ironie. War ganz nett. Ich muss sagen, wir hatten die ganze Zeit so ein bisschen Strömung gegen uns. Deswegen war es nicht so richtig entspannt. Und irgendwie wollten die Jungs, das ist glaube ich so ein Open-Circuit-Phänomen, relativ früh auf 6 Meter. Und das war für den JJ im Dunkeln ohne so richtige Referenz. Naja, war ein guter Tarierübungstauchgang. Wird nicht mein Lieblingstauchgang sein, aber Spaß gemacht hat es trotzdem. Der Kalk hat jetzt 7,5 Stunden, muss gleich noch gewechselt werden. Morgen geht es in die zweite Hälfte. Ich ziehe mich jetzt um, dusche. Hast du schon geduscht? Dann dusche ich alleine und wir melden uns später nochmal wieder. Der Kalk ist frisch gepackt, alles ist vorbereitet für morgen und es ist leider schon 22.33 Uhr, wie der Splitti da hinten gerade gesagt hat. Das heißt, es wird höchste Zeit, Joanna im Bett Gesellschaft zu leisten. Die ist nämlich immer noch vom Kopf her ein bisschen zu und hat Halsschmerzen. Deswegen wird sie wahrscheinlich auch morgen früh aussetzen. Damit ich keinen Rückfall kriege, lege ich mich jetzt zu ihr, sage gute Nacht und bis morgen. Die Sonne steht schon hoch am Himmel, das heißt, ich kann schon wieder guten Morgen sagen. Ja, es ist der nächste Tag. Wenn ich mich nicht alles täusche, dann ist es gerade Mittwoch. Man vergisst ja dann doch schon mal ein bisschen die Zeit an Bord. Und man hört es vielleicht, dass ich wirklich ein bisschen erkältet bin. Deswegen mache ich jetzt den ersten Tauchgang erstmal nicht mit und hoffe, dass heute Nachmittag alle möglichen Medikamente geholfen haben und ich dann wieder mittauchen kann. Jetzt gibt es erstmal Frühstück und dann wird hier noch das zweite Boot zu Wasser gelassen. Und ja, ich kann dann auf jeden Fall die Zeit nochmal nutzen, um hier noch ein paar Schnappschüsse einzufangen. Happy Birthday to you! Happy Birthday! It's also one of the highlights, actually, what we have in the area. The island itself is called Omogamar. Gamar, it means the moon, and Om, it means mother. Joanna da vorne im Scuba Seekers T-Shirt hat ihre Unit hier vorne fertig gemacht. Ich habe ihr nämlich gerade ein paar Aufnahmen von unserem Tauchgang gezeigt und gerade die Höhlenbilder haben sie so scharf gemacht, dass sie jetzt wieder mit dabei ist. Jetzt geht es nach Abu Nuhas. Das nächste Wrack wartet auf uns oder die nächsten. Vielleicht machen wir auch zwei. Das erfahren wir gleich im Briefing. Ich freue mich sehr, dass mein Lieblingsbuddy wieder zurück ist. Wie geht's dir? Besser, würde ich sagen. Noch nicht perfekt, aber besser. Das ist schon mal die richtige Tendenz. Splitti und Annette waren zwar auch sehr angenehme Buddies, muss ich sagen, aber Joanna ist und bleibt mein Lieblingsbuddy und deswegen bin ich froh, dass sie wieder mit von der Partie ist. And you had south wind, like what we have been having the last few days, you will not see the reef. And the reef has just appeared on the chart on a year 1983.
Da sind wir wieder. Oder ich zumindest. Den Sebastian gibt's aber auch. Der macht hier gerade seine Lampe wieder fit. Ich war schon duschen und habe jetzt Zeit, über den Tauchgang zu sprechen. Es war dann sehr hektisch, weil wir alle mit dem Zodiac raus mussten, sodass wir gar keine Zeit mehr hatten, zu erzählen, was uns im Briefing erzählt wurde. Wir hatten zwei Wracks, die Krenatik und die Dynasty. Erste war ja eigentlich nur noch so ein Gerippe. Das kannten wir ja auch schon aus dem letzten Jahr. Ich finde es immer wieder schön, wenn man da durchtauchen kann und das Licht- und Schattenspiel sieht. Das Einzige, was ein bisschen schwierig war, war bei mir der Druckausgleich. Mir tat gefühlt alles im Gesicht weh. Die Zähne, die Nase, die Stirn. Deswegen war ich froh, dass wir uns relativ lange auf 15 Meter aufgehalten haben. Und wir sind dann von dem einen Wrack zum anderen Wrack geschwommen. Und da haben wir uns den Maschinenraum angeguckt. Den hatten wir letztes Jahr nicht so stark penetriert wie dieses Jahr. Und haben da wirklich noch coole Pumpen gesehen und viel Kabel und irgendwelche Seile und so. Das sah richtig cool aus. Auch diese unterschiedlichen Ebenen, die Treppen darunter. Das alles ist ein bisschen komplizierter in dem Wrack, weil das Wrack komplett schräg steht und man ja dann nicht die Orientierung verlieren darf, beziehungsweise nicht den Gleichgewichtssinn. Da hatte der ein oder andere hier an Bord ein paar Probleme. Aber dann ging es mit dem Zodiac zurück und jetzt ist Chillen angesagt, oder? Jo. Und essen. Because tomorrow's plan? Morning hours until kind of like afternoon, we have a really good weather. Yeah, like even the wind, it will drop, like really drop. Yes. The drop, same kind of style. There is like a shut line also attached on the wreck, and that's the reference. Das, was du gerade gesehen hast, war ein Ausschnitt des Briefings für unseren Early Morning Tauchgang. Das wird der erste und einzige auf dieser Tour sein, denn weil morgen Nachmittag der Wind stark aufkommen soll und es dann nicht mehr möglich ist, die Wracks zu betauchen, haben wir morgen vor, erst hier an Abu Nuhas noch einen Tauchgang zu machen mit der Chitsula Cay. Ich werde dann mit Annette zusammen tauchen, weil ihr Buddy heute nass geworden ist und die Unterzieher noch trocknen müssen und Joanna noch mal lieber einen Tauchgang sich schont, damit sie beim zweiten Tauchgang mitmachen kann. Was dann ansteht, verraten wir dir, wenn es soweit ist. Jetzt nur so viel, dort drüben wird für den zweiten Tauchgang schon fleißig Trimix geboostert. Es wird also noch mal ein Stückchen tiefer. 5:30 Uhr, es ist noch stockdunkel draußen. Wir wollen jetzt ein paar kleine Snacks zu mir nehmen. Das mache ich mal und hoffe, dass ich dabei noch endgültig wach werde. Dann muss ich den Sauerstoff und das Tariergas noch an meinen JJ bauen. Auch das mache ich gleich ganz schnell, damit niemand auf mich warten muss. Und dann hoffe ich, dass meine Unterzieher trocken geblieben sind. Die hingen nämlich über Nacht oben an Deck und es hat geregnet. Annette teilt aber dieses Schicksal. Ihre Unterzieher sind trocken geblieben. Deswegen hoffe ich, dass es mir genauso geht. Das schaue ich jetzt als erstes nach. Wenn die nass sind, lege ich mich wieder hin. Und wenn nicht, sehen wir uns unter Wasser wieder. Guten Morgen, auch mich gibt's noch.
auch wenn die Stimme eigentlich nicht da ist. Aber ich nutze die Zeit. Guck mir die Jungs an, wie sie hier ankommen. Oder auch Mädels. Wieder aufgetaucht und auf dem Weg zur Rosalie Möller, meine Buddyin, sagt man das so, Annette, habe ich eben beim Raustauchen einmal gefilmt. Ihr Wing war ordentlich mit Rost übersät, das heißt, wir haben den Maschinenraum gefunden. Als einziges Team sind wir besonders stolz drauf, haben, ich würde mal sagen, 45 bis 50 Meter Leine verlegt und das war auch gut so. Es war ja ganz cool, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch Annette ist ein angenehmer Buddy. Trotzdem freue ich mich, dass Joanna im nächsten Tauchgang wahrscheinlich wieder dabei ist. Die sitzt nämlich ungefähr 2 Meter unter mir, auch wenn man das jetzt nicht sehen kann, und baut gerade ihre Unit für die Rosalie Möller zusammen. Jetzt heißt es frühstücken. Ich habe noch nicht so richtig viel gegessen heute. Zum Glück ist das Wasser warm und dann geht's weiter. Wir nähern uns der Rosalie Möller und wenn du das Video vom letzten Jahr gesehen hast, dann weißt du, dass wir da schon mal waren. Sebastian und ich, also der da, wir haben einen sehr langen Tauchgang vor uns und dürfen schon vorher reinspringen, damit die anderen am Ende nicht auf uns warten müssen. Genau, der Plan ist, den Maschinenraum zu penetrieren, was beim letzten Mal nur so mittelmäßig gut geklappt hat. Ja, das ist die Aufgabe des Tages. Ich hoffe, mein Kopf spielt mit und ich kann einen Druckausgleich machen. Genau. Und deswegen würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf. Da sind wir wieder. Während dort hinten das hart erarbeitete Mittagessen vorbereitet wird, können wir ein kurzes Fazit ziehen. Wir haben den Maschinenraum diesmal problemlos gefunden. Hilft, wenn man schon mal drin war. Und er ist deutlich größer geworden in den letzten 12 Monaten. Das lag daran, weil wir beim letzten Mal längst nicht alles gesehen haben. Diesmal war das anders. Wir haben einiges an Leine verlegt. Die Sicht wurde katastrophal schlecht auf dem Rückweg. Ich hatte mich an 1-2 Engstellen abzukämpfen, ohne was zu sehen. Und ich muss sagen, wenn man gleichzeitig auch noch die
Spool bzw. das Reel in der Hand hat, ist es nochmal schwerer als bei einem normalen Blind Exit. Aber hier bin ich, alles gut gegangen und ich frage mal Joanna, ob sie die Dosis Höhlentauchen bekommen hat, die sie sich erhofft hat. Ja, die Portion Höhlentauchen habe ich auf jeden Fall bekommen. Es ist aber doch ein bisschen was anderes, weil so ein Maschinenraum hat viel mehr spitze Kanten und selbst mit meinem neuen Trocki habe ich manchmal Angst, dass ich mir irgendwas aufreiße. Da ist doch so ein Stein ein bisschen genügsamer. Aber es hat alles gut geklappt. Wir haben noch richtig schönes, eine richtig schöne Tiermaid gesehen. Eine Mini-Moräne haben wir, glaube ich, gesehen. Ne? Und dann noch so einen komischen anderen Käfer da. Und so eine Krabbe oder sowas, so eine durchsichtige. Es war auf jeden Fall richtig cool. Wir haben ganz viele unserer Mitkumpanen getroffen unter Wasser, was auch cool ist. Da kann man sich mal zuwinken. Ja, und jetzt können wir, glaube ich, auch was essen, oder? Würde ich auch sagen. Und gut, dass das mit dem Aufreißen nicht funktioniert hat, denn fürs Joanna-Aufreißen bin ich zuständig. Oh Gott. Ist das zu flach? Ja, aber ist egal. Joanna und Simon sind hier zusammen am Flicken. Der Trocki leckt mich. Ich kann mir diese Zweideutigkeit nicht verkneifen. Dafür bitte ich ganz recht herzlich um Entschuldigung. Ich sitze schon auf meinem Bett. Das bedeutet, gleich geht hier das Licht aus, denn schon der vorletzte Tauchtag ist rum. Wir haben gerade noch vom Samuel und seiner Crew Legends-T-Shirts bekommen, mit denen wir morgen ein cooles Gruppenfoto machen wollen. Also wenn du mal irgendwann auch so ein T-Shirt haben willst, dann sei bei der nächsten Tour dabei. Wir machen jetzt die Augen zu, denn morgen steht auch ein cooler letzter Tauchgang bevor, und damit wir dafür fit sind, nutzen wir jetzt die nächsten paar Stunden, um uns auszuruhen. Deswegen sage ich gute Nacht. Guten Morgen, das Frühstück ist bereits eingenommen. Wir machen uns gerade auf dem Weg zum letzten Tauchplatz. Wir wurden begrüßt heute Morgen von Delfinen, die um unser Boot geschwommen sind. Sebastian war leider zu müde, um die zu filmen. Aber ja, wir haben jetzt noch ein wunderschönes Wrack vor uns und freuen uns auf Deko am Riff. Und ich glaube, wir haben noch so 20 Minuten Fahrt, dann geht's los. Die JJs sind ready. Und ich bin ready, der Einzige, der hier noch so ein bisschen wach werden muss. Das ist dieser Mann hier. Der ist nämlich noch ein bisschen müde. Wir sind hervorragend wieder aufgetaucht und satt gegessen, das ist fast noch wichtiger. Und das Boot nähert sich bereits dem Hafen von Hurghada. Kaum zu glauben, dass die Woche schon wieder rum ist. Der Tauchgang war richtig, richtig toll. Da unten war so eine ganz mystische Atmosphäre. Das Licht war schon so ein bisschen schwächer, aber immer noch, ja, nicht taghell, aber hell genug. Also es hat mir ganz, ganz toll gefallen, vor allen Dingen, dass es auch gar keine Sprungschicht gibt. Das ist nochmal schöner als auf Sardinien, wo man immer so bei 30, 35 Metern eine Sprungschicht hatte. Und die Deko am Riff ist natürlich toll. Man kriegt im Prinzip einen Wrack und einen Rifftauchgang in einem. Was sagt denn meine deutlich bessere Hälfte zu diesem Tauchgang? Ich fand den Tauchgang auch sehr cool.
Als wir da oben in die Brücke getaucht sind und man so die Räume erkennen konnte, hat mich das so ein bisschen an die Titanic erinnert. Und das war auch immer so mein Grund, warum ich überhaupt mir mal Wracks angucken wollte. Und dieses Feeling kam dann deutlich auf. Die Deko war dann eigentlich auch noch ganz cool. Am Ende wurde es ein bisschen anstrengend, weil ja, ich einfach ein bisschen krank bin und eine Woche tauchen einem ja... Was? Achso, ja. Und eine Woche tauchen einem natürlich auch so ein bisschen in den Knochen steckt. Aber jetzt haben wir noch ein paar sonnige Stunden hoffentlich. Und ich glaube, wir machen jetzt als nächstes das Gruppenfoto, oder? Glaube ich auch. Dann mal los. Das Gruppenfoto ist im Kasten und damit ist die Woche wieder mal viel schneller vorbeigegangen, als ich vorher gedacht habe. Und auch wenn ich eher der Höhlentaucher bin, muss ich sagen, mit alten und neuen Freunden eine Woche auf dem Boot, Wracktauchen, geile Atmosphäre, entspannte Tauchgänge, ist einfach immer wieder schön. Und ich denke, auch Joanna als Höhlentaucherin hat das Wracktauchen genossen, oder mein Schatz? Ja, dem kann ich mich wirklich nur anschließen. Ich bin, wie Sebastian auch, immer enttäuscht, wie schnell noch so eine Woche rumgeht und vor allem das ganze Einpacken des Equipments, was jetzt noch auf uns wartet. Aber das machen wir natürlich in Ruhe alleine, das ist, glaube ich, ziemlich langweilig. Ja, ich fand die Woche mega cool, ich freue mich immer wieder mit so coolen Leuten unterwegs zu sein. Ja, wenn du mal dabei sein willst, melde dich bei dem. Kontaktdaten stehen in der Videobeschreibung. Halt die Ohren und Augen offen, es kommen immer mal wieder neue Touren, die wir anbieten. Und ja, deswegen kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal. Nächsten Mal.